Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir, wie du deine Orchidee in Semi-Hydro überträgst. Das heißt, ich habe mir hier eine Pflanze mitgebracht und ich habe mir, glaube ich, gestern von Lidl eine gekauft. Die hat jetzt, glaube ich, 6 Euro gekostet. Von daher dachte ich, okay, ich zeige euch das mal, wie ich das gemacht habe. Und ich habe schon alles mitgebracht, alles vorbereitet. Ich zeige dir ganz genau, was du brauchst. Und wir werden diese Pflanze dann gemeinsam übertragen. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr müsst dabei nur so ein paar Sachen bedenken. Und ich erzähle dir auch, warum ich was gemacht habe. Das heißt, wenn du zum Beispiel etwas nicht hast, dass du dann zumindest weißt, warum ich es gemacht habe oder welchen Zweck es erfüllen soll, damit du dann sagst, okay, er hat zwar den Topf genommen, aber der andere funktioniert doch ganz genauso. Ne? Alles super. Das heißt, wie immer, das Video ist in mehreren Kategorien eingeteilt. Ich werde jetzt zuerst anfangen, ein bisschen allgemein rumzuquatschen, wie ich darauf gekommen bin. Mit dir dann gemeinsam die Pflanze umtopfen, dir zeigen, was du brauchst. Und dann sind wir auch schon fertig. Genau, heute meine ich in Schwarz, denn Benny hat sich neues Equipment gekauft. Ich dachte heute mal ganz professionell. Deswegen kann ich ab heute auch andere T-Shirts außer Schwarz anziehen. Ich bin sehr gespannt, damit ich jetzt nicht immer diesen schwarzen Plöppel da anhabe. Das fand ich sehr, sehr schön. Und zwar, wie bin ich darauf gekommen? Und zwar, es gab, glaube ich, bei Pflanzenkölle in Teltow, gab es früher, also im letzten Jahr, sehr viele Orchideen, die waren reduziert. Die haben dann, glaube ich, nur teilweise 3 bis 4 Euro gekostet. Und ich dachte so, ne, die musst du einfach mitnehmen. Ja? Also für 3 bis 4 Euro, die hatten auch keine Blüte. Das heißt, sowas Ähnliches so wie das hier oder so wie das hier, das kleine Monstrum. Ich dachte, okay, dann nimmst du dir mal halt mal ein paar mit. Ich glaube, ich habe inzwischen 10 Stück oder so. probierst einfach mal rum. Ja? Und ich habe ja ein Problem oder meine Umgebung hat ein Problem mit Trauermücken. Von daher darf ich auch die Orchideen nicht in diesem Bark, na, wie heißt das auf Deutsch, ne? In dieser Rinde halten. A, finde ich das ein bisschen komisch, weil die sich ja dann zum Schluss auflöst. Sie soll nicht so hundertprozentig im Wasser stehen. Das heißt, ich habe auch manche Artikel gelesen, die einfach pur in Wasser stellen. Nee, das hat bei mir auch nicht funktioniert. In meiner Wachstumsbox kommen sie komischerweise. Wenn ich komplett meine Pflanze finde, die komplett keine Wurzeln hat, dann packe ich die auch einfach in meine Wachstumsbox. Funktioniert eigentlich hervorragend. Das heißt, ich habe dann halt mal angefangen, ich habe dann halt im Internet gelesen, oh, es gibt ja so ein paar Self-Watering Wicks heißen die. Also auf Insta, auf Amazon. Ja, auf Deutsch klingt der Name immer ein bisschen komisch. Und zwar, das ist halt einfach eine normale weiße Schnur. Ihr könnt leider nicht eure Schnur aus dem Schuh nehmen. Das funktioniert nicht, weil da ist Plastik drin und das funktioniert nicht, weil das ist halt so wirklich ein normaler, purer Wollfaden. Ich verlinke dir auch immer alles in der Videobeschreibung. Ich habe mir da zum Beispiel, ich glaube, gleich 10 Meter gekauft, weil ich dachte, okay, du brauchst das ja irgendwie immer mal. Hervorragend, dieses Ding. Das funktioniert zum Beispiel für das, was wir vorhaben, funktioniert das sehr gut. Und ich habe mir dann da so ein kleines System überlegt, wie das Ganze funktionieren kann. Das heißt, wie wässere ich das? Also, ne, Moment, wie sieht das aus? Das heißt, ich habe jetzt hier so einen normalen kleinen Orchideneimer. Ich habe jetzt hier, das sieht zwar jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, aber es erfüllt einen Zweck. Und zwar habe ich jetzt hier in der Mitte, da gucken hier auch noch diese 2 kleinen Schniepel daraus. Hier in der Mitte läuft dieser Faden so circa in U-Form, einmal in der Mitte, das heißt einmal in der Mitte durch. Und hier unten hängen dann diese kleinen Schnüre raus. Na, also das hier ist eine Wurzel. Komischerweise wachsen die Wurzeln jetzt auch ins Wasser, wenn sie wollen. Genau. Und dieser Eimer ist halt perfekt dafür, dass die Pflanze nicht komplett im Wasser steht, sondern das verschiebt sich circa um die Höhe. Ne? Ihr seht das ja, hier habe ich ja dann immer noch ein bisschen Spielraum und in diesem Spielraum ist dann Wasser drin. Ungefähr da, weiß ich nicht, ob ihr das seht, nee, bestimmt nicht, hier ist auch kein Wasser mehr drin. Das heißt, ich habe circa
so viel Platz für Wasser oder das Wasserreservoir. Ich habe außerdem, was ganz wichtig ist, dass das wirklich umschließt. Daran müsst ihr halt wirklich denken. Das heißt, diese beiden Töpfe sind so geeignet, dass ich habe hier keine Lücke, das wackelt nicht, das steht auch nicht komplett im Wasser. Wie gesagt, so viel Wasser ist da drin und ab hier fängt halt erst der Topf an. Das ist perfekt, weil damit sich hier so ein bisschen Luftfeuchtigkeit bildet. Finde ich ziemlich brillant. Das heißt, ich bin jetzt ich muss jede Woche gießen auf, ich vergesse es wirklich, wann ich sie gießen muss. Also manchmal fällt es mir halt erst auf, wenn die Pflanzen halt wirklich so runterhängen und kurz vorm Verdursten sind, weil ich sage, ah ja, stimmt ja, du musst ja wieder die Orchideen gießen. Weil ich glaube, ich habe mal daran gedacht, das letzte Mal, dass ich sie gegossen habe, war, glaube ich, vor einem Monat. Das heißt, ich fülle jetzt hier einfach nur ein bisschen Wasser rein. Da könnt ihr zum Beispiel Leitungswasser nehmen oder ich nehme meinen speziellen Semi-Hydro-Dünger, den fülle ich da rein. Ihr könnt auch normales Leitungswasser nehmen, ne? Fülle ich hier rein bis zur Markierung. Wie gesagt, die Pflanze sollte nicht im Wasser stehen, sondern nur die kleinen Schniepel, die da raushängen. Und dann zieht sich die Pflanze ganz alleine oder der Farn, der transportiert dann das Wasser von dem Reservoir hier unten einmal quer durch die Pflanze. Ne, sodass jetzt hier auch theoretisch so ein bisschen Luftfeuchtigkeit herrscht, also zumindest hier in diesem unteren Bereich. Das habe ich zum Beispiel auch schon mal gesehen, dass sich dann hier so ein bisschen Kondensation bildet. Das ist genau das, was wir haben wollen, denn so wächst ja auch die Pflanze in der Natur. Oder zumindest halt in irgendwelchen an Bäumen und wo sehr viel Luftfeuchtigkeit ist. Und deswegen funktioniert das halt super. Das heißt, jetzt kommen wir an den Punkt, was genau ich habe zu circa 10 Orchideen. Also das wären jetzt hier nicht zwei, sondern eine. Die stehen in meinem IKEA-Regal. Das heißt, ich habe so circa, weiß ich nicht, so 30, 40 Zentimeter Platz gelassen. Da oben drüber ist eine normale Leuchte für aus dem Bauhaus. Und da stehen jetzt sozusagen die zehn Pflanzen und blühen so vor sich hin. Und wie gesagt, ich gieße die wirklich, wenn ich, ich, also es ist so lange her, dass ich effektiv vergesse, wann ich sie das letzte Mal gegossen habe. Und das ist genau das, was ich möchte von einer Pflanze. Also nicht, dass ich sie vergesse, sondern dass sie sozusagen ohne viel Aufmerksamkeit einfach fröhlich ist. Okay, das heißt, kommen wir zu dem Punkt, was braucht ihr eigentlich? Das heißt, ihr braucht einen kleinen Orchideentopf. Das hier ist zum Beispiel der Arca mit C, Made in Italy, 14-725. Das ist genau der Topf, den ich benutze. Und ihr braucht außerdem noch ein Corona 11-9 Topf. Das ist der kleine hier. Und da passt eigentlich genau der Topf perfekt rein. Außerdem braucht ihr auch noch so diese Schnüre, wie zum Beispiel den Namen Self-Watering Wicks, einfach in Amazon eingeben, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das ist genau der, den ich halt auch benutze. Und ihr braucht natürlich auch noch Schlecker oder einfach einen Blähton. Da könnt ihr halt auch nehmen, was ihr gerade da habt. Und ihr braucht natürlich auch noch meine Orchidee. Aber das sollte ja selbstverständlich sein. Okay, das ist alles das, was ich benutze. So viel Vorbereitungszeit haben wir diesmal nicht. Das heißt, ihr könnt die Pflanze direkt danach umstellen und ihr seid fertig. Das heißt, ihr habt keine große, oh, die verschwindet jetzt halt erstmal 3, 4, 5 Monate lang in irgendeiner Box, sondern ihr könnt die direkt umstellen, Wasser reinmachen und dann für einen Monat vergessen. Und genau das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir haben diese wunderschöne Pflanze. Und wir stellen sie jetzt um. Das heißt, ich bin persönlich, ich habe mir noch so einen kleinen Eimer gemacht für die ganze Erde. Ich bin persönlich kein Freund von diesen Stäben. Ich bin ganz ehrlich. Das kann man vielleicht mal machen, aber ich mache die grundsätzlich, glaube ich, immer ab, weil bei mir stehen sie, wie gesagt, im Regal und für mich ist das eigentlich egal, ob die da angebunden sind, ob die runterhängen, ob die ins andere Regal wachsen oder so. Deswegen ist das eigentlich ganz, ganz nett, wenn ich die halt einfach wachsen lasse, ne?
Das heißt, ich mache jetzt hier halt einfach kurz die ganzen Stäbe ab. Ja, kann man ja vielleicht noch aufheben, falls man wirklich dann mal Stäbe haben möchte oder auch nicht. Da kommt es auch noch ab. Jetzt entfernen wir halt einfach das ganze Zeug, was drin ist. Das heißt, so wie gehabt. Moment, hier ist auch noch so ein kleines Ding drin. Genau. Und wir entfernen jetzt die ganze Erde. Das heißt, wir drücken hier so ein bisschen dran rum. Entfernen alles das, was hier drin ist. Den brauche ich nicht mehr, weil er viel zu klein ist. Und entfernen jetzt die ganze Erde. Genau. Ziel sollte es auch hier wieder sein, die Pflanze wirklich so viel von den Wurzeln oder von dieser Rinde zu befreien, wie ihr das irgendwie hinkriegt. Ich habe gerade festgestellt, dass ich vergessen habe, eine Schere mir hinzulegen. Das heißt, wir werden auch kurz dann gleich eine kleine Pause machen. Und zwar, warum entfernen wir das jetzt halt alles so genau? Wie gesagt, Semihydro, ihr wollt, dass da so wenig organisches Material in dem Blähton ist, wie es überhaupt geht. Glaubt mir, weil ansonsten fängt das an zu schimmeln an. Oder alles Organische sind ja dann, wie gesagt, Nährstoffe. Und wenn da zu viele Nährstoffe drin sind, dann verbrennen euch die Wurzeln. Das heißt, immer alles schön abmachen, alles schön sauber machen. Auch wenn die Wurzeln oder auch wenn die jetzt hier so ein bisschen dran kleben, das tut mir dann auch wahnsinnig leid. Aber trotzdem muss das alles ab, dass ihr dann wirklich nur die reinen Wurzeln habt. Genau. In dem Zug könnt ihr auch gleich tote Wurzeln abschneiden. Wenn ich jetzt eine Schere hätte, dann könnten wir das jetzt auch gleich gemeinsam machen. Das heißt hier, ich polke jetzt zum Beispiel, hier hängt ja noch so ein kleiner Fusel dran. Ich mache das jetzt einfach so ein bisschen ruppig ab. Also nicht ruppig, aber das muss wirklich alles ab. Also zumindest halt so diese größten Stücke. Nichts Organisches soll da dran kleben bleiben. Das heißt, so ein bisschen Schnodder ist okay. Also so einen kleinen Schnodder könnt ihr da nicht verhindern. Zum Beispiel hier an diesem Grünen klebt zum Beispiel noch ein bisschen dran. Hier zum Beispiel. Das ist okay. Ich werde jetzt da nicht mit einer Bürste, also fangt gar nicht an, das irgendwie abzubürsten oder so mit so einer Metallbürste oder so. Das ist jetzt nicht Ziel der Sache. So, und zwar, was jetzt hier auch noch ganz interessant ist, das heißt zumindest so auf Englisch so ein kleiner Death Plug. Und zwar hier sieht man das ganz cool. Und zwar hier hat die Pflanze oder wurde die Pflanze halt in so einem kleinen Ding aufgezogen. Und das müsst ihr halt unbedingt bei jeder Pflanze, egal was ihr kauft, müsst ihr das halt unbedingt entfernen. Und zwar ist das nicht gut für die Wurzeln. Und zwar, das hier ist sozusagen so ein kleiner Schwamm. Hatte ich halt auch mal nachgeguckt. Und das ist ja so ein kleiner. So ein bisschen was Schwammartiges, soll wohl auch ganz gut sein. Hatte ich auch mal kurz überlegt, ob ich das benutze, also zumindest für irgendwelche, für Philodendren oder Syngonien als Wachstumsstab, so als Alternative. Ist dann aber doch nichts geworden, weil ich dann doch die Chance zu groß fand, dass das anfängt zu schimmeln oder so. Das heißt, hier unbedingt diesen Plug jetzt halt abmachen. Weil die Wurzeln kriegen dann halt irgendwann nicht genug Luftfeuchtigkeit, nicht genug Luft und sterben halt einfach. Und gerade weil das ja im Zentrum der Pflanze ist, ist das wirklich nicht gut. Also für jede Pflanze, egal welche Pflanze. Das ist zwar gut, um die Pflanze schnell aufzuziehen, aber wenn euch das zum Beispiel beim Umtopfen bei einer anderen Pflanze auffällt, immer sofort abmachen. Ne? Ich kenne auch noch solche Death Plugs, die haben dann noch so ein bisschen. Noch so einen kleinen Mesh-Dom, das heißt irgendwie sowas, um das halt wirklich festzuhalten. Das ist halt noch schlimmer, weil dann kommen die Wurzeln nicht durch und nee. Und ihr wundert euch dann vielleicht, warum wächst denn meine Pflanze nicht so richtig oder jetzt hat sie wieder, weiß ich nicht, Wurzelfäule oder sie schimmelt vor sich weg. Dann guckt doch einfach mal nach, wenn ihr die Pflanze irgendwie aus dem Bauhaus gekauft habt oder irgendwo anders, dann die da so einen kleinen Death Plug hat. Ne, also das kann halt wirklich sein, dass die Pflanzen davon effektiv sterben.
Genau. So, das ist es jetzt soweit. Das heißt, alles ist jetzt größtenteils ab oder zumindest diese ganze Rinde, diese ganzen Deathplug-Geschichte und alles ist jetzt sonderlich ab. Das heißt, ich würde jetzt trotzdem mal kurz die Pflanze unter Wasser halten. Dann kann ich mir eine Schere holen und dann werden wir nämlich die toten Wurzeln abschneiden. Das können wir jetzt nämlich auch gleich machen. Das heißt, was ich jetzt unter dem Wasser mache, ich spüle jetzt zum einen natürlich so die ganzen Blätter halt einmal durch. Falls sich jetzt da vorne oder hinten jetzt irgendwas aufhält, irgendwas Verdächtiges, das heißt, wir können auch gerne nochmal gucken, ob da irgendwas ist. Und wenn die irgendwie aus dem Bauhaus kommen oder irgendwoher anders, dann vertraue ich den ganzen Sachen immer nicht. Also bevor ich mir das irgendwie in die Wohnung zu anderen Pflanzen stelle, dann soll da irgendwie nichts drauf sein. Nee, das sieht ganz gut aus. Ihr könnt da halt auch noch ein Mittel benutzen. Das zeige ich euch auch gleich nach der kleinen Pause. Und was ich zum Beispiel benutze, um alle möglichen Tripse-Geschichten oder sowas Ähnliches zu töten. Genau, was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr jetzt die Pflanze durchspült, nochmal, natürlich alles einfach einmal abspülen. Und an manchen Wurzeln klebt auch noch so ein bisschen was dran. Ne? Da könnt ihr irgendwie mit dem Daumen so ein bisschen dran rubbeln, ob ihr da irgendwie noch was abkriegt. Aber genau, das mache ich jetzt. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich habe die Pflanze einmal durchgespült. Ich habe mir auch alles Mögliche mitgebracht. Falls ihr Probleme mit Tripse haben solltet oder Tripse auf Orchideen zum Beispiel, ist das ganz fatal. Und zwar, die Tripse wohnen natürlich nicht nur auf den Blättern oder besonders auf den Blattrückseiten oder zum Beispiel, ist jetzt schwierig zu zeigen, ne? Aber da, wo die Blätter halt rauskommen. Du hast ja hier so einen kleinen Schlitz zwischen altem Blatt und neuem Blatt. Dann hast du ja hier so einen kleinen Abstand. Einmal hier zum Beispiel, wo ich gerade meinen Finger reinstecke. Da innen drin wohnen die Tripse auch ganz gut. Die verstecken sich natürlich auch direkt hier in der Mitte, ganz tief drin. Außerdem auf den Blüten sind die natürlich auch. Das heißt, besonders auf den ungeöffneten. Das heißt, in sowas wohnen sie sehr gerne oder alles, wo ihr denkt, hä, das ist doch noch gar nicht offen. Doch ist es, die kommen da irgendwie trotzdem durch, auch wenn das irgendwie so halbwegs geschlossen aussieht wie das hier. Die kommen da, die sind da drin, ihr kriegt die nie wieder raus, egal wie oft ihr das ansprüht. Ich habe es versucht, da sind immer noch Tripse übrig geblieben, das heißt einfach abschneiden. Zumindest habe ich es gemacht und zwar jetzt nicht komplett den ganzen Stamm abschneiden, sondern sucht euch hier so eine Node oder halt so einen Punkt. Hier sind ja manchmal so eine kleinen Stellen drin oder hier oben sieht man es ganz, ganz gut. Ne, oder hier sieht man es ja, da ist eine braune Stelle, da ist eine braune Stelle. Schneidet oberhalb einer braunen Stelle ab. Dann sucht euch halt eine aus. Das heißt, wenn das jetzt ungefähr so lang ist, dann suche ich mir jetzt ungefähr hier nach den zwei Dritteln eine Möglichkeit aus, schneide oberhalb dieses Bauernpunktes, schneide ich ab, das heißt ungefähr hier. Und dann kommt nämlich an dieser Stelle im nächsten Jahr oder demnächst ein neuer Trieb raus und da wächst dann die Orchidee nochmal neu. Aber ich bin noch kein Experte, so mache ich es zum Beispiel. Du kannst natürlich jetzt halt auch das komplett abschneiden, denn sagt man sich, dass die Pflanze ein Jahr nicht blüht, dann aber in dem darauffolgenden Jahr umso größer, dass die Blüten dann umso größer werden. Macht so, wie ihr wollt. Genau. Das heißt, das Mittel, was ich verwende, ist das schädlingsfreie Neudorf Spruzid, also die Chemiekeule schlechthin. Wenn ihr sehen wollt, wie ich meine oder was jetzt halt wirklich wirkt, dann gibt es da oben auch ein Video für dich. Das benutze ich zum Beispiel. Das hat bis jetzt sehr gut geholfen. Genau. Wir haben das jetzt entfernt. Ich hab jetzt auch eine Schere dabei. Das heißt, ich habe das jetzt ein bisschen durchgespült, alles abgesprüht. Das heißt, da kann jetzt eigentlich wirklich nichts mehr drin sein, außer in den Blüten. Das Risiko gehe ich jetzt aber ein. Da diese Blüte hier schon am Abknicken ist hier oben, schneide ich die kurz ab. Genau, der Rest sieht eigentlich noch ganz gut aus. Was wir jetzt natürlich machen, wenn jetzt hier irgendwelche toten Wurzeln dabei sind, wie zum Beispiel. Zum Beispiel diese tote Wurzel hier unten, ne, die hängt jetzt hier irgendwie so am seidenen Faden. Das schneiden wir jetzt halt generell auch erstmal ab. Oder wenn ihr da irgendwelche schwarzen Stellen seht,
Dann einfach den kurzen Haarschnitt verpassen. Genau, alles, was jetzt irgendwie so halbwegs glibberig oder nicht so wirklich gut aussieht oder irgendwie schwarz ist, schneide ich jetzt persönlich einfach einmal ab. Jetzt nicht zu viel. Genau, das sieht doch jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Da ist noch eine schwarze Stelle. Ja, genau. Und das ist jetzt halt eigentlich meine Pflanze. So sehen die Wurzeln jetzt halt theoretisch aus. Genau. Das heißt, das hier ist jetzt erstmal fertig. Das ist sehr gut. Die legen wir jetzt beiseite. Ich lege meinen kleinen Topf beiseite. Jetzt brauchen wir diese Schnur hier. Das heißt, ich suche mir jetzt hier zum Beispiel 40 cm raus. Das habe ich in dem Fall schon gemacht. Oder das ist jetzt ein Faden von einer älteren Pflanze. 40 cm so ungefähr. Ich brenne die Enden mit einem Feuerzeug einfach einmal ab. Soll eigentlich nur verhindern, dass sich der Faden irgendwann mal auflöst. Das heißt, ihr habt jetzt hier so einen kleinen Metallfaden oder so ein kleines abgedingstes Stück. Das ist eigentlich sehr gut. Oder zumindest mache ich das so. Jetzt wird es ein bisschen schwierig oder ein bisschen fummelig. Also, ihr habt diesen Faden und beide Enden sollen unten rausgucken. Das ist nämlich das, wo das Wasser oder wo der Faden das Wasser aufnimmt und durch die Pflanze transportiert. Das heißt, wir suchen uns jetzt theoretisch hier, ne? Das ist dieser 14/725 Topf. Der hat hier unten so Löcher und ich werde mir jetzt hier einfach vielleicht so gegenüberliegende Löcher aussuchen, um den Faden dadurch zu stecken. Ich könnte auch die Löcher hier in der Mitte nehmen. Da sind so ganz kleine Löcher. Das könnt ihr theoretisch auch machen. Oder ihr könnt einen so und einen so nehmen. Einen kleinen und einen großen. Aber ich nehme mal nur die beiden kleinen. Genau. So dass ihr jetzt hier so ein paar Zentimeter rausguckt. Na, ihr müsst ja bedenken, dass ihr da halt genug Platz habt, damit die Schnüre das Wasser noch aufnehmen können. Na, genau, machen wir es noch so schön symmetrisch, damit mein innerer Monk nicht durchkommt. Und jetzt müsst ihr theoretisch, jetzt wird es fummelig. Das heißt, ihr nehmt euer Blähton. Ihr müsst jetzt, wenn ihr natürlich einen Partner oder eine Partnerin habt, ist das deutlich einfacher. Da kann einer den Faden halten, also schön mittig wirklich, und in der anderen die Pflanze. So, das heißt, ich halte jetzt mit der einen Hand den Faden fest, schön mittig. Am besten auch noch die Pflanze, ne? Also die können wir jetzt ja hier irgendwie schon mal reinstecken. Das heißt, die Wurzel, die nehme ich mit, dass die schön mittig steht. Jetzt ist der Faden ganz unten. Das möchte ich natürlich nicht, denn der Faden, der soll ja eigentlich theoretisch ganz zentral einmal durchgehen. Dann kann ich euch das so zeigen. Genau. So würde ich das jetzt theoretisch einpflanzen wollen, dass der Faden halt wirklich einfach einmal mittig durch den ganzen Eimer geht. Ich habe den jetzt hier so ein bisschen auf der Pflanze abgelegt, damit wenn ich jetzt da wirklich Steine reinmache, dass das ein bisschen einfacher funktioniert, dass der wirklich an Ort und Stelle hält. Genau, ich drücke die ganzen Sachen noch ein bisschen raus, gucke, ob das hier unten okay ist. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt stelle ich das ab. Jetzt könnt ihr leider nichts sehen, dass das auch wirklich alles hält. Ich gucke, dass die Pflanze auch wirklich mittig ist, obwohl sie nicht mittig wächst. Okay, das sieht ganz gut aus. Und jetzt fülle ich da lecker rein. Das heißt, ich habe mir hier so einen kleinen Baueimer genommen. Ich glaube, das ist hier so was Wappliges, um halt einfach nur lecker reinzufüllen. Noch die Steine in der Mitte raus. Immer dann noch so ein bisschen rütteln, dass das auch wirklich alles fest ist.
Und jetzt ist die Pflanze theoretisch fertig. Also was ich jetzt, ich zeige euch das mal, so sieht jetzt die Pflanze aus. Hier hängen jetzt unten die zwei kleinen Stöpselchen raus. Die Pflanze ist komplett lecker. Da ist ein Schild von einer anderen Pflanze drin, das ignorieren wir ganz kurz. Hier ist ein Blatt, das habe ich jetzt erst beim Einfüllen gesehen. Das würde ich jetzt persönlich abmachen, weil das ist so ein ganz kleines Blatt. Das ist aber eins der ersten Blätter und das zeigt jetzt so nach unten. Das möchte ich nicht, weil das kriegt keine Sonne, das kriegt zu viel Wasser und das fängt an zu schimmeln an. Das heißt, da bitte aufpassen, dass da nicht irgendwelche abgeknickten Blätter sind. Ne, zum Beispiel sowas hier ist noch okay, aber der Rest dann bitte nicht. Also bitte dann halt einfach abschneiden. Ne? Genau. So. Und jetzt, also so steht die Pflanze zumindest gerade, obwohl das jetzt so ein bisschen in die Richtung zeigt. Das ist mir jetzt aber egal. Ihr nehmt jetzt euren Corona 11-9 Topf. Das ist so ein kleiner. Könnt da ungefähr, weiß ich nicht, so ein paar 2, 3 Zentimeter Wasser reinfüllen. Und stellt ihn das jetzt hier einfach rein. Und dann seid ihr fertig. Ganz easy und auch schnell gemacht. An der Stelle ein kleiner Einschnell, was ich nämlich vergessen habe zu erzählen. Wenn ihr das soweit umgetopft habt und ihr seid sozusagen fertig, dann spült das doch bitte einmal durch. Ne, wie man das jetzt hier so schön hört, habe ich die Pflanze gerade einmal durchgespült, damit sich der Blähton halt einmal so ein bisschen vollsaugen kann, damit ihr hier unten drunter so schön Luftfeuchtigkeit habt. Dann macht ihr hier unten noch ein bisschen Wasser rein und dann ist die Geschichte fertig. Das soll eigentlich nur so ein bisschen die Luftfeuchtigkeit erhöhen, gerade in der Anfangszeit und den ganzen Schnodder, der sich da jetzt in diesem Blähton befindet, einmal durchzuspülen. Genau, so mache ich das zum Beispiel auch noch. Wie gesagt, wenn ihr die Kombination nicht habt, denkt bitte dran, weil das, was mir zumindest auffällt, das funktioniert nur, weil das hier festgeschlossen ist und die Pflanze nicht im Wasser steht. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel einen Riss habt oder der Übertopf, der sitzt nicht richtig, dann entweicht da Luftfeuchtigkeit. Und das wollt ihr nicht, weil je mehr Luftfeuchtigkeit entweicht, desto mehr müsst ihr gießen und das ist dann nicht Sinn des Topfes oder was wir hier gerade gemacht haben. Der Sinn soll es ja sein, eigentlich so viel Luftfeuchtigkeit hier innen drin zu halten, wie es nur irgendwie geht. Und die Mineralien und die Nährstoffe, die zieht sich die Pflanze von hier unten. Und dann müsst ihr wirklich irgendwie einmal im Monat einmal nachspülen oder durchspülen. Dann könnt ihr gleich irgendwie einmal rübersprühen und dann ist fertig. So mache ich es zumindest immer. Und dann seid ihr fertig. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Habt ihr so eine Geschichte halt auch gemacht? Oder was habt ihr denn zum Beispiel benutzt, um nicht mehr so viel gießen zu müssen? Das würde mich sehr interessieren, ob ihr da irgendwelche gespannten Geschichten habt. Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Über ein Like würde ich mich freuen. Wie findest du das Mikrofon? Ist doch geil, oder? Genau, das war's für diesen Sonntag. Wir sehen uns wieder nächste Woche um 10 Uhr. Wuff.